weil die AfD eine rechtsextreme Partei ist, die Hass und Hetze verbreitet, was der Nährboden ist für die Gewalttaten in Halle zum Beispiel, die wir jüngst leider sehen mussten. Und das Einzige, was jetzt funktioniert, ist Ausgrenzung dieser faschistischen Partei. Wir sind hier, weil wir klare Kante zeigen wollen gegen rechts und das in unserem Heimatdorf. Also ich bin eigentlich immer hier, weil es mich stört, dass die AfD immer von Volksverrätern und so weiter redet. Und ich möchte nicht, dass die AfD mich damit einbezieht. Ich gehöre nicht zu denen. Ich will auch nicht, dass sie für mich reden. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Wir sind heute hier, um friedlich gegen die AfD zu protestieren. Wir unterstützen deren politische Meinung nicht und wollen unsere Meinung kundtun. Und wir unterstützen auch nicht den Rassismus. Und deswegen haben wir uns auch von kleinen unsere Meinung darzustellen. Der Wissendörn ist bunt. Unser Dorfleben ist am letzten Freitag aus dem Rhythmus geraten. Aber es ist schön zu sehen, dass wir heute Abend zusammen mit euch unseren gewohnten Rhythmus zurückkriegen können. Wir wollen ein Zeichen setzen gegen alles, wofür die AfD steht. Die versuchen, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben, unter anderem durch Rassismus, Rechtsextremismus und vieles mehr. Alle, die hier heute auf unserer Seite stehen und zeigen uns, dass wir nicht stillschweigen sollten, dass wir dieses nicht dulden sollen. Wir wollen hier friedlich zusammenstehen, aber klar und deutlich die Stimme wollen wir erheben. Wir sind tolerant, weltoffen und hilfsbereit. Ja, wir haben heute hier einen Bürgerdialog veranstaltet. Es ist die vierte Veranstaltung in Niedersachsen von den Abgeordneten des Bundestags. Also Dialog ist das, was uns alle weiterbringen kann und bringt. Diejenigen, die den Dialog verhindern wollen, aus welchen Gründen mag sie selbst wissen, verhindern die Demokratie in dem Land. Also wenn wir wirklich uns jetzt kaputt schweigen oder kaputt schreien oder wenn wir überhaupt nicht sprechen wollen, was ist es denn für eine Demokratie? Also diese Vorgehensweise, wo man die AfD-Mitglieder, Sympathisanten ausgrenzt, diese Vorgehensweise, was gegen den Wirt hier, also hatten wir das nicht mit Juden gemacht schon mal?